im Pressezentrum des Schweizer Bundeshauses für alle Ankündigungen wie Volksinitiativen oder was sonst in der politischen Szene Richtiges läuft und initiiert wird. Das ist immer so der Auftakt für die Medien, also für Fernsehen, Radio, Zeitschriften und so weiter. Von diesem Moment an wird ein Thema ernst genommen. Die politischen Parteien haben den Auftrag, das Volk zu informieren, was läuft auf der politischen Bühne, wie Initiativen, die hier jetzt gestartet wird, also eine AHV ohne zu besteuern, also nicht mehr Steuern zahlen noch auf AHV, IV oder auf überhaupt Rentenzahlungen. Das ist eine zusätzliche Belastung, die eigentlich den Bürger schon nach dem Ausscheiden aus seinem Arbeitsprozess jahrelang immer wieder von der Steuer kontrolliert. Starten wir unsere Initiative.
Viel sagt man da, also spricht man schon von 10 Millionen Bevölkerung, also 10 Millionen Bewohner in der Stadt. Wissen Sie, das ist mit sehr viel Arbeit und Geld verbunden, wenn das so ist. Wir sehen das jetzt schon, dass die Infrastruktur in der Schweiz nicht für so hohe Bevölkerungszahl gedacht ist. Und wenn das wirklich kommt, dann haben wir überall Baustellen, wir haben zu wenig Infrastruktur, die dies bewältigen kann. Das heißt, der Staat wird zur Kasse gebeten und der Bürger wird zur Kasse gebeten. Ich bin immer der Meinung, dass zuerst sollte den Menschen hier in der Schweiz gut gehen und diese nachher aus Wohlstand können auch von diesem Geld, was sie erarbeitet haben und was sie auf der Seite haben, tätig sein und können dort Unterstützung leisten, wo sie selber für gut finden. Also statt Geld in die EU, ich spreche jetzt über die Kohäsionsmilliarde, die noch fällig ist, für Ostländer, die zum Teil besser dran sind, was Wirtschaftswachstum angeht, als die Menschen hier in der Schweiz. Das heißt, in der Schweiz stagniert quasi die Wirtschaft und in Ostländern haben wir plus, minus 4-6% Wirtschaftswachstum. Also ich bin dagegen, dass das Geld ins Ausland geht, sondern wir sind dafür, dass das Geld hier in der Schweiz bleibt, für die Leute, die schlussendlich die lange, lange Zeit gearbeitet haben. Ja, die Frage kann auch davon, ich bin SVP-Nationalrätin und Mitglied und Stadtparlament Kriens, auch für die SVP. Unterstützt die SVP diese Initiative? Ja, nein. Meine Damen und Herren, jede Partei, also unsere Initiative, ist nicht nach Links-Rechts-Schema ausgerichtet, überhaupt nicht. Unsere Initiative ist für alle Bürgerinnen und Bürger da, in ganzer Schweiz. Und wenn die Parteien von links bis rechts ein bisschen klug sind, werden sie unsere Initiative unterstützen. Fragen Sie bei den Verantwortlichen nach. Also das wäre von meiner Seite fast alles. Ich möchte Ihnen sagen, wir fangen gleich morgen in Luzern an, die Unterschriften zusammen, Beres Schöni und ich. Wir werden das in Angriff nehmen, mal schauen, wie die Bevölkerung auf die Initiative reagiert. Ich möchte mich noch ganz herzlich bedanken für alle Leute, die mitgewirkt haben, die im Hintergrund dabei waren, die mitgedacht haben, die mitgestaltet haben und da sind wir sehr dankbar dafür. Sind nicht alle hier auf dem Podium, aber wir in unseren Herzen sind sie alle da und wir sind dankbar dafür. Noch einmal herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und ich werde weitergeben an Beres Schöni, ich kann mich selber vorstellen oder auch ihr Votum halten und nachher an Martin Fischmann. Also, bitteschön, Beres. Dankeschön, liebe geschätzte Medienschaffende. In der Antwort des Bundesrates zur Motion von Ina Gestermann im Jahre 2014 steht, dass eine Steuerbefreiung systemisch nicht korrekt wäre, weil die Beiträge an die AV steuerlich abzugsfähig sind. Weiter wurde die Ablehnung damit begründet, dass die resultierenden Mindereinnahmen zwingend gegenfinanziert werden müssen. Ich denke, da ist einer der Hauptfehler in unserem politischen und rechtlichen System, dass Lösungen nur innerhalb des bestehenden Systemrasters toleriert werden, auch wenn dadurch massive Mängel im gesellschaftlichen Leben erkennbar sind. Dass also kein Handlungsspielraum besteht, um das System zum Beispiel um eine zusätzliche Systemebene zu erweitern, um sinnvollen Entwicklungen zu dienen. Die Frage drängt sich nun auf, wo liegt denn die Entscheidungsebene? Ist sie in den knöchernen Systemen oder bei den Menschen, via Vertretung der Politiker und der Regierung? Wenn in der Bundesverfassung steht, dass das Wohl der Bevölkerung an erster Stelle steht, dann ist doch diese Zielausrichtung die gesetzgebende Ebene und nicht die untergeordneten Gesetzesstrukturen.
Diese gesetzlichen Strukturen müssen so ausgestaltet werden, dass sie im Falle eines Mangels flexibel angepasst werden können, um den übergeordneten Zielen zu entsprechen. Und es ist eine Tatsache, dass seit geraumer Zeit sehr viele Rentner in finanziell engen Verhältnissen leben müssen. Durch unser spekulatives und inflationäres Geldsystem bekommen sehr viele Rentner durch die laufende Entwertung nicht mehr den Gegenwert, den sie früher erarbeitet haben. Also eine Steuerbefreiung ist daher nicht nur angebracht, sondern ich finde, dass diese Rentner sogar einen zusätzlichen Altersbonus bekommen sollten, um diese laufende Entwertung in unserem fehlgeleiteten Geldsystem auszugleichen. Zum Beispiel von der Schweizerischen Nationalbank, welche hauptverantwortlich für diese Wertmanipulation ist. Und es sollte dabei nicht als weiterer Hauptgrund für die Ablehnung argumentiert werden, dass dabei Steuerausfälle zu verzeichnen wären, die durch Gegenmaßnahmen wieder zugeführt werden müssen. Als Bürger tolerieren wir eine solche Aussage nicht mehr. Denn wir wissen, dass massiv Steuergelder verschleudert oder abgelenkt werden. Zum Beispiel wurden immense Gelder für bundesweite Informatikprojekte verschwendet, welche nie fertiggestellt wurden. Weiter werden Unsummen für Forschungsprojekte zur Förderung der künstlichen Intelligenz ausgeschüttet. Ich denke, da wäre es angebracht, die echte Intelligenz auf der Regierungsebene mehr zu fördern, um solche Anliegen der Bevölkerung nachhaltig zu lösen. Weiter liefern Konzerne, wie zum Beispiel die Novartis, die Mehrwertsteuer zu einem guten Teil nicht ab. Das ist mit ein Grund, warum in Basel der Steuerfuß hoch ist. Weiter wird für ein Asylanwärter weitaus mehr Geld ausgegeben, als die AHV-Rente eines einheimischen Menschen beträgt. Weiter werden Sozialversicherungskonten als Spekulationswerte gehandelt. Die tatsächlichen Gewinne werden abgelenkt, die Bevölkerung bekommt die Plus an. Weiter sind die Spekulationsgewinne der Schweizerischen Nationalbank mindestens doppelt so hoch wie die gesamte Schweizer Staatsschuld. Also steht wieder das Thema im Raum, wer bestimmt bestimmte Gesetze, das Großkapital oder die Regierung, die sich dem Wohl der Bevölkerung verpflichtet. Wir sehen, dass es genug Ansatzpunkte gibt, um etwaige Steuerausfälle auszugleichen. Also können wir beruhigt die Steuerbefreiung für alle Steuern gewähren. Alle Renten, die diese Befreiung nötig haben und auch damit, wie Ihre Testmann schon gesagt hat, eine wertschätzende Anerkennung aussprechen für ihre Dienste, die sie ihr Leben lang für die Gesellschaft geleistet haben. Sie haben es verdient. Dankeschön. Danke für mal, liebe Peres. Martin. Vielen Dank, sehr geehrte Anwesende. Ich habe es einfach, ich habe nicht mehr viel zu sagen, es ist so ausführlich alles schon gesagt, aber wenn man steuerfrei liest, dann meint man immer, ach, dem Staat geht Geld verloren. Das stimmt nicht. Man muss sich im Klaren sein, dass das Geld in einen Umfluss kommt und automatisch in die Wirtschaft einfließt und auch Steuern abwirft. Andererseits stelle ich fest, dass wenn man Rentner ist, was auch in meinem Fall der Fall ist, dass man da quasi wie ja, abgebucht ist. Man ist nicht mehr voll. Quasi fertig, tut es nicht. Man wird bestraft, wenn man arbeitet, man wird bestraft, wenn man über 65 ist, ob man überhaupt eine Hypothek bekommt. Da ist es doch richtig, dass ältere Leute, alt heißt nicht dumm und unfähig, das sind Erfahrungen, leben da, dass diese Leute so lange wie möglich im Wirtschaftskreislauf integriert sind und ihre lebenslange Erfahrung, die sie gemacht haben, weiterführen können, ohne dabei bestraft zu sein. Das ist meine persönliche Auffassung und ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie das gut überlegen, dann beschreiben Sie diese Initiative, das ist von größter Bedeutung. Das ist ein weiterer Schritt, den wir machen in die gute Zukunft. Ich habe geschlossen, danke. Danke vielmals, lieber Martin.